So Leute, funktionell geht's weiter. Dann machen wir unser Breakdance heute. Übertreib mal. Du sollst nicht gucken. Wir gucken mal, wie sind die? Also, er geht erstmal in den Liegestütz. So. Jetzt nehmt ihr das rechte Bein quasi und setzt den rechten Fuß neben der linken Hand auf, geht hoch und geht quasi in die kleine Brücke oder Kreiskern und wie ihr es nennen wollt. Dann den Kenterschritt, gehen wir hier rum. Und dann geht es die andere Seite. Jetzt linkes Bein, nehmt den Fuß, also wirklich so weit wie möglich vor und rum und hoch. Und dann in die andere Richtung rum. Und dann wieder weiter, rechtes Bein, linke Hand und rum. Und dann linkes Bein, rechte Hand und rum. Das Entscheidende ist wirklich, so weit wie möglich den Fuß vorsetzen. Okay? Und dann machen wir eine Runde, solange du sagst, ich kann nicht mehr, atmet kurz durch und davon 5 bis 6 Stück. Geht nicht darum, dass wir irgendeinen Muskel jetzt ausbelassen, sondern viele kleine Muskeln hier benutzen, um die Koordination so ein bisschen zu schulen und an die Muskelgruppen ranzukommen, die wir sonst schlecht erreichen. Sportfrei, bis gleich.